Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Warhammer 2, das DLC, die Vampirküste. Wir haben jetzt folgende Problematik. Hier haben wir einmal, den haben wir verärgert. Der schwimmt hier einfach rum. Dann, die mögen uns auch nicht, haben uns den Krieg erklärt. Übelste Nahkämpfer. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und wir können ihn töten. Ich würde sagen, er hier wird hier ihn angreifen. Und der geht dann da rein und macht den Laden dicht. Das ist mein Plan. Die Blutsümpfe müssen wieder mir gehören. Er kriegt Verstärkung, aber ist mir egal. Blut für den Blutgott. Oder das war eigentlich eine andere Fraktion. Ist egal. Wir brauchen auch Blut. Graf Yola. Was? Güldo? Ach, keine Ahnung. Ich sag einfach Graf Gulla. Ist das für ein Graf, ey? Euterer der Vampirküste. Du bist Dreck der Vampirküste. Ich bin die Vampirküste. Lad schneller. So, ich bin mal auf unsere neuen Einheiten gespannt. Die Kanone. Ich denke mal, die wird extrem daneben schießen. Den Nahkämpfer müssen wir im Auge behalten. Und auch diese nächste monströse Kreatur. Eigentlich sind nur die monströsen Kreaturen interessant, ne? Alles, was irgendwie normal ist, hier kannst du fast knicken. Na gut, er hat ja die starken Nahkampfeinheiten. Die hatte ich ja noch nicht. Die interessieren mich mal. So, Gefecht starten. Was haben wir denn hier? Kann man vorausschicken, das ist natürlich nett. Dann haben die schon mal den Wald erobert. So, wo sind denn unsere neuen Krabbelviecher? Das sind so... Ja, ich bin ja mal echt gespannt, was ihr so reißt, ne? Hungrig sieht er ja aus. Sabbern ja schon. Ja, schön. Ein paar Krabben. Ganz nett. Jo, ja, vorne ran. Fällt mir. Warum kann er nicht so vorausschleichen wie die anderen? Das würde mich auch sehr erfreuen. Kanone ziehe ich gleich nach vorne. Ich ziehe die ganze Armee weiter nach vorne, aber so braucht er weniger laufen, weil er ist ja eh nicht so der Schnellste. Ich bin mal gespannt, wie schnell die sind. Und, aber es steht schon rege. Ach, wofür das Regel steht, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. So, ich sag mal, Gefecht starten. Jetzt sehen wir die Armee des Feindes. Und jetzt würde ich sagen, Pause. Kanönchen mit Hönchen. Wo sind seine Elite-Einheiten? Ich glaube, das sind die schon hier in der Mitte, ne? Genau. Vom Stil passen die nicht so, aber sind halt besser gepanzert. Mir passt dieses Gold einfach nicht. Mir irgendwie nicht so nach Pirat aus. Also da, ich finde, die müssen nochmal umgearbeitet werden, finde ich. Die auch. Die wirken eher so wie, ja, weiß ich nicht, irgendwas Hochadeliges, Ehrenvolles, so. Keine Ahnung. Könnten vielleicht zu einer anderen, zu einer normalen Vampirfraktion passen, aber ich finde, sie passt nicht zu den Piraten. Bitte nochmal ändern. So, Attacke. Ich glaube, ja, wir könnten vielleicht eine, die nicht ein bisschen entgegenkommen. So als Zeichen meiner Zuneigung zu euch. Und ja. Bestien, alles was hier ist, schicken wir an. Vorne. Und ihr bringt nicht viel, geht trotzdem hinter die Infanterie. Hinter der Infanterie. Mit ihnen würde ich gerne von der Seite kommen. Und ist eigentlich auch noch im Nahkampfmodus. Ist auch mal nicht sein. Und dann sagen wir Feuer frei. Gab doch hier eine Kanonenansicht, ne?
Kragen. Ach so, also kann ich selber schießen. Nee, das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. Ja, Maus. So. Ist getroffen. Ist das nicht nice? Und meine Leute wurden entdeckt. Das heißt, wir rennen mal weg und ab in den nächsten Wald. Oh, doch, getroffen. So, dann machen wir wieder auf Pause, weil meine Schießen irgendwie nicht sind, nicht so motiviert. Dann nach hinten. Attacke. Attacke und Attacke auf dich. Und bei euch da mal sehen, was ihr. Den Nahkampf. Nichts kommt, nichts. Können wir einfach fühlen. Und. Oh. Krabben. Oh. Hätte bei Infanterie besser ausgesehen, glaube ich. So. Aber wir können nicht gegen die kämpfen. Oh, da hat was doch gebracht. The time is up. We hear you. Alle. Yes. Wir sind meine. Achso, wir sind da im Kampf. Oh, die laufen ja alle. Das ist ja ganz schlecht da. Bones and flesh. Scheiße. Euer Kommandant wird angegriffen, ja. Warum lebt die noch? Killt sie. Kanone hat's erkannt. Genau. Bitte mal auf die Feindlichen in der Mitte. Das ist genau richtig. So. Auf die. Und ihr müsst jetzt auch langsam so weit sein. Er kann nichts machen. Nein, auf die sollst du schießen, verdammt. So, er ist endlich mal so weit hier. Bitte, jetzt Nahkampf. Haben wir noch was, was lebt? Schön. Attacke. Wir haben sie in Luft aufgelöst. Die auch. Dann brauchst du nicht mehr schießen. Ab in Nahkampf. Oh, du solltest doch aufhören. Okay. War doch ein guter Treffer. Ja, ging doch schneller als erwartet. Das hätte ich doch für die letzte Aufnahme machen können. Dass wir dann 10 Runden nur doch eine Koloss-Einheit haben wir verloren. Ich weiß bloß jetzt gerade nicht, auf welcher Seite. Haben auch nur 3 getötet. Unsere 9 Krabbelfiecher. 51, aber die haben wir auch gegen die anderen gegen die anderen Kolosse geschickt. Die Lightheim-Sucher waren eigentlich gar nicht verkehrt und die Kanone, ja gut.
Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber unsere Infanterie, ja, hier die Schützen wieder, haben sich echt nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich glaube, ich sollte mehr von den Kanonen reinpacken als diese Schützen. Und die Pistolen sowieso. Von den Pistolen halte ich irgendwie gar nichts. Ich kann nochmal genau drauf gucken, ob das irgendwas bringt, aber irgendwie gefühlt bringen die gar nichts. Vielleicht geht das auch nur, weil ich irgendwie falsch spiele. Vielleicht können die hinter Infanterie nicht schießen. Vielleicht müssen die doch irgendwie eine Sichtlinie haben. Bin ich mir nicht sicher, aber die KI macht es ja genauso wie. Die KI muss es ja nicht richtig machen. Das weiß ich nicht. Wenn es jemand von euch weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, er ist natürlich auch wieder gut mit 62. Ist sogar mittlerweile der Bessere, der Beste. Wir haben diesmal keinen Harakiri-Typen dabei gehabt. Und ja, Graf Gula, wer immer du warst, deine Leichenteile werden jetzt zerfleddert und aus dir wird etwas Besseres gemacht. Ich würde noch eine Standleuchte brauchen. Ein kleines Tischchen, so ein Beistelltischchen. Ja, die Ladezeiten. Er muss doch jetzt gerade nichts laden und braucht trotzdem ewig. Aber die haben natürlich auch gut gekämpft, die Elite-Einheiten. Hier 48 bis 50 Mann gekillt. War so die stärksten Einheiten, die sie hatten. Ja, 0, 5, 0, 1. Nicht sehr gut. Aber seine Pistolen, Leute, waren fast besser als meine. Der eine hat auch 23. Und seine Vampirbomben haben nichts geschissen gekriegt? Ich weiß jetzt nicht, wie die funktionieren, aber ich glaube, bei Warhammer war das ja so, du musst über die Einheit fliegen und dann lässt er automatisch Bomben fallen. Aber hier, die haben auf jeden Fall was gemacht. 17, ich weiß nicht, ob die als Effekt Entsetzen bringen oder so. Those fools. Boah. No, hier würde ich diesmal Piratenbucht einrichten. Nö, ich würde es eigentlich gern besetzen. Ruin their hovels. There is no stopping me. Luther Harkon. Harkon ist wieder aufgestiegen. Jetzt können wir mal hier fauler Tod. Verwesene Metana, verwesene Levitane, Nekrofexe, Kolosse haben. Aber eigentlich möchte ich ja gerne meine normalen Leute erstmal unterstützen. Dann können wir hier unser Deck weiter ausbauen. Was bringt das? Verluste werden verbessert. Und das ist noch genau 4000. Minus Unterhalt ist auch nicht verkehrt. Kampagnenbewegungsreichweite ist auch ganz gut. Bin ich alles mit. Was sind 2. 8. 10. 10 können wir. Abwehr. 2 plus für alle Einheiten. Beim Verteidigen. Ja, ist auch nicht verkehrt. Wachstum ist auch nicht verkehrt. Gerade eigentlich von Anfang sollte man es auch. Ey, hier kannst du ja alles bauen. Ich weiß gar nicht, wo hier vorne und hinten ist, glaube ich. Bei dem kann man echt alles bauen. Ich würde es ausbessern, würde ich. Ah, Verluste sind auch immer 6%. Ich nehme Qual der Wahl. Ich sage. Bewegung. So, dann kann er quasi wieder heilen. Und wir haben auch ganz schön Verluste gehabt hier. Die Blutsümpfe. Dann verbessern wir das gleich wieder. Und Admiral of the Fleet. Admiral Ron Don Schneider. I'm here. Ahoy!
Ich würde mal sagen, wir sparen uns das Geld und gehen mal auf die nächste Runde und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Schneller Vorlauf. Also die reisen wohl weiter, die Echsenmenschen. Aber das Chaos hier, wie sie heißen, sind ganz schön nah. Eine Persönlichkeit übernimmt, ja, eine von Luthers Extrempersönlichkeiten hat zeitweilig die Kontrolle über seinen zerrütteten Verstand übernommen und ermöglicht es ihm, für kurze Zeit einen Zauber zu wirken. Womöglich dauert es jedoch nicht mehr lange, bis ein anderer die übernimmt. Genau. Krakensog, ja. Ja, hatte ich letztes Mal auch schon, dann hatte ich kein Gefecht. Wenn der nicht so einen verfickten Drachen hätte, ne? Würde ich mal echt versuchen, den anzugreifen, aber auch diese Einheit, was ist das denn? Rot gepanzert. Ich glaube, der vermöbelt uns. Hier unten waren ja eigentlich Karten, ne? My mind rages. Tja, eigentlich. Ich glaube, eine Runde warten wir noch, dann gehen wir mal südlicher, ne? Ich bin immer noch nicht so stark, bin ich der Meinung, dass ich irgendwie andere Piraten angreife. Da warte ich noch. Das weiß ich nicht. Finde ich mich noch zu schwach? Wir sind auch wieder abgestiegen. Wir sind jetzt nur auf Platz 11. Wir sind nicht mehr in der Top 10 der Piraten. Wahrscheinlich, weil ich da ein, zwei Mal eher mit ihnen die Beute geteilt habe, mit dem anderen Kollegen hier. Der uns sehr treu ist, den mag ich auch. Wir machen die nächste Runde. Schneller vorspulen. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen. Wir greifen mal Itza ein bisschen an. Mit dem möchte ich doch eher Frieden haben. Ich weiß nicht, wie stark Itza ist. So, Flotte, Schiffbaukosten 40%, Bauzeit. Machen wir mal den Nachteil für die Flotter. So, jetzt müsstest du aber hier, ne, alles dufte. Gut, dann gehen wir mal gucken, was Itza hat. Nebenbei gehen wir mal auf Diplomatie und sagen, hey Junge, hier, der ganz Knorke. Komm dir im Frieden. Warum haben wir nicht so gemeint, dass wir nichts abkommen? Ja, wunderbar. So, hier. Wir dürfen von dir nichts befürchten. Oh, gehen wir ein bisschen Itza auf die Nüsse. Die sind nur Itza, ne? Damit sie irgendwie. War das schon. Dann sind wir auch quasi schon durch. Mit dem Geld würde ich noch kurz warten. Einmal wieder vorspulen. Oh, da war was mit Schwert des Kane. Flaute des Chysisch, ich weiß es nicht. Die purpurnfarbene Winde der Magie sind seltsam ruhig in der Gegend. Die Bedingungen, die unsere Truppen an diese Welt und unseren Willen fesseln, sind dadurch äußerst schwach. Sollten wir warten, bis der Wind wieder günstiger steht oder dessen ungeachtet weiterzieht. Minus Bewegungsreichweite. Eine ewige Warterei. Bringt uns aber mehr Magie. Oder weniger Magie, weniger Führerschaft. Oh. Nicht Warterei. So, irgendwer ist bei uns aufgestiegen. Genau.
Unser Nahkämpfer. Ihr Schattengestalt geschoss wieder. Was ist besser? Waffenstärke oder Nahkampfangriff? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Meisterschlag, Fähigkeit. Hier ist der Standardwert dann besser und da die Waffenstärke. Ich nehme erstmal das. Pushen wir das erstmal. Jo, ach, es ist sogar ein Hafen. Das heißt, wir können ihn ausrauben oder dann eine Piratenbucht installieren. Ist auch nicht verkehrt. Machen wir gut. Attacke, mein Freund. Ja, Krieg erklären. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Riniki! Oh, ist jetzt nicht glücklich drüber. Ich bin ganz nett. Ich mache Autokampf. Hier geht's ganz schnell. Haben auch kaum was verloren. Auch kaum was eingenommen. Smash and grab. So, da lohnt alles nichts. Also irgendwie ausrauben lohnt nicht, niederreißen lohnt nicht. Wir machen da eine Piratenbucht. Piratenbucht wurde errichtet und da ist aber eine große Armee. Das heißt, wir können jetzt eh gerade nicht so weit bewegen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Wir hauen ab. Er hat doch bestimmt auch 20, ne? Matic! Die waren eigentlich ganz cool. Sind die eigentlich diese Echsenviecher ganz cool? Als ich noch sehr, sehr jung war und die rauskam, fand ich die scheiße. Von den Bildern hier finde ich sie doch geil. Die Sauruskrieger. Vielleicht lag das damals an dem Modell. Und als ich diese Fraktion gespielt habe, ich auch dann halt vier monströse, also ganz große, monströse Kreaturen gehabt. Das ist ganz cool. Krokodilkämpfer, ich finde die eigentlich ganz cool, die Farbe. Die gefallen mir. Aber nein, ich fange nicht damit an. So, oh, jetzt können wir mal was anderes nehmen. Was haben wir denn hier? Brandstifter. Schossschaden für Mörser, 8%. Infanteriebonus. Ach, gegen Infanteriebonus. Schmuggler. Bewegungs... kann man ein bisschen mehr gehen. Einkommen ist nicht schlecht. Und hier würde ich aber erstmal sagen, wie ist mit das hier fertig? Wie gesagt, die kippen mir zu schnell um und, jetzt kann er aber nichts mehr machen. Dann laufen kann er auch nicht. Gucken wir mal, wie er sich bewegt. Wenn der sich nicht bewegt... Aber ich glaube, wenn wir nächstes Mal hier angreifen, kommt mit noch eine Reichweite von ihmchen. Ist das eine Festung? Sieht so aus, ne? Warten wir ab. So, wir können die Blutfestung. Ich würde hier wieder... Damit wir da ein bisschen bessere Verteidigung haben. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Nächste Runde. Ja, also unser monatliches Einkommen ist halt nicht stark, ne? Vielleicht sollte ich doch mal mehr Ländereien einnehmen. Vielleicht auch gerade mal hier da oben die andere Stadt, wo wir unsere Piratenbucht drin haben. Oh. Man will's wissen, ne? Wir haben eine Wir haben noch Frieden. Ja, noch Frieden. Was kommst du? Aber es ist auch nur einen Charakter. Dann soll er doch kommen. So. Aha. Ja, gut. Dann hat sich die Frage schon erübrigt. Wir gehen. Oh, wir haben eine Einheit verloren gehabt. Oh ja, eine von den belebten Kolossen haben wir verloren. Hm. Sind die stärker? Was haben die? Die haben Rüstung 120. Monströse Bestie, Verteidiger, Amphibisch. Mhm. Nahkampf, Angriff,
38. Die haben 31. Aber sind schon ein bisschen besser, darum sind sie halt, haben sie bessere Werte. Mal den. 30. Nahkampfabwehr 48. 20. Waffenschaden 110 und Bonus 12. Waffenstärke ist geringer und Angriffsbonus dafür mehr. Wir haben die bessere Nahkampfabwehr. Ich überlege nämlich, ob ich mir nämlich davon noch eine zweite Einheit mache und nicht von den belebten Kolosse. Naja. Aber wenn man nur von diesen monströsen Einheiten unsere Infanterie aufbauen, dann wird das, denke ich mal, doch teuer werden. So, aber wie gesagt, wir haben, sind marschiert, wir haben kaum Geld und ja. Geh mal weiter, mal gucken, ob Itza in meine Richtung kommt. Dann werden wir nämlich bei einer Piratenbucht ihn stellen. Gehen wir ein bisschen schneller. Nee, es war, hieß ja nicht Piratenbucht, das war ja irgendwas mit Sumpf. Unsere zweite Stadt. Frieden verhandelt, Zwerge und... Elende Zwerge. Piratenhafen. Eine rivalisierende Piratenbande bittet um Zugang zu einem unserer Buchten und wäre bereit dafür zu zahlen. Sollen wir ihn unseren Territorium unschrub? Ja, klar. Und zwar kann ich mir das aussuchen? Ich würde sagen, tötet den Abschaum. Also so mein Plan, oben das hinzupacken und die Stadt einzunehmen. Ah. 20% mehr Einkommen, Schmuck. Oder 3000 jetzt, komm. Ja, und er zieht hinterher. Er zieht hinterher. Das heißt, wir werden uns hier sammeln. So, oder sammeln sei schon. Einfach verstecken. Sirenen dauern 4 Runden und kosten Heidengeld. Lokal können wir ihn bauen. Ja, bei Sirenen hätte ich auch noch gern. Geld haben wir, das sind 1.000, 2.000. Ja, hier fröhliches. Oh nee, warte mal. Pistoleninfanterie, tut mir leid. Schönes Weiterleben noch. King of the Vampire Coast. Wir hätten gern lokal. Einmal die Sirenen. Und dann haben wir kein Geld. Kein Leben. So. Ach, was kann man denn machen hier? Jetzt will ich langsam mal, hier brauchen wir langsam hier legendäre Admiräle. Immun gegen Verschleiß durch Sturm und Riff. War es auch nicht schlecht. Rettungszauber. Geschossresistenz. Kommando. Machen wir Kommando öffentliche. Minus 15% für alle Infrastrukturgebäude. Das hört sich gut an. Da sparen wir ein bisschen Geld. Ja, und dann ist auch diese Runde zu Ende und Itza kommt. Und wenn wir Itza geschlagen haben, können wir ja weiter sein Land quasi unterjochen. Also die hier, die würde ich ihn lassen. Aber alles andere können wir ja mal abreißen. Nur die Küstenstädte lassen wir mal am Leben, weil die bringen uns Einkommen. Oh, da ist eine große Armee. Dick Verschleiß. Greifen die mich nochmal an? Weil die Truppen sind da in der Nähe. Da ist auch, da sammelt sich auch was. Ah, die Blutsümpfe sind gerade heiß begehrt. Vorräte bergen. Oh, oh, oh. Unser Frachtraum hat einen Leck. Ein Teil der Beute ist schon beschädigt und unsere Waffen und Rüstungen stehen jetzt auf dem Spiel. An Deck ist nur begrenzt Platz. Welche Dinge sollten wir zu retten versuchen, solange wir das Schiff reparieren? Hm.
Schädigte Rüstung. Minus 10 Rüstung für alle Infanterie. Ja, geil. Ach. Wir haben schön Verschleiß. Oh, das freut mich. Das freut mich. Im Kongeld. Er rekrutiert noch eine Runde. Er klaut uns Geld, oder was? Nein, Drecksau. Aber seine Armee müsste doch eigentlich quasi dahinter sein, oder? Nichtsdestotrotz würde ich nochmal eine Runde abwarten. Ansonsten marschieren wir nochmal hin. Wir brauchen Geld. Umso schneller. Ah, hier können sie irgendwelche Echsen, große Viecher rekrutieren. Da kommt er. Nee, ist nicht Itza gewesen. Wir müssen einen eigenen. Ich habe noch keinen Helden rekrutiert. Bin jetzt auf Platz 11. Ja, hier sind gleich zwei, die mir auf den Sack gehen. Können wir Helden rekrutieren? Ach, können wir die ganze Zeit schon machen. Ja klar, die Fluchartillerie wusste ich. Lightheim haben wir einen. So, jetzt brauche ich hier irgendwas. Was haben wir hier? Captain der Vampir-Tiefenflotte. Des Todes. Das sind hier Vampire. Was ist denn das? Was bringt uns denn einen Vorteil? C, Abwehr. Was bringt hier uns einen Vorteil? Attentat, Attributen gegen Psychologie. Auch eigentlich ein Attentäter, verdammt. Was eignen sich da am besten? Vor allem, der kostet dann pro Runde 255. Nehme ich leid. Dann habe ich überhaupt keine Einnahmen. Nö, nö, nö. Lassen wir mal. Der opfert hier seine Leute oder waren es zwei Armeen? Hm. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Einer. Da ist auch keiner. Hatten wir nicht hier irgendwo Schätze in der Nähe? Ja, hier, irgendwo in der Mitte, ne? Etwa, doch. Könnte ja hier in der Ecke sein. Hier ist so das Fragezeichen. In dem Bereich. Sind sogar zwei. Das andere ist ein bisschen mehr landeinwärts. Gut, da haben wir doch was zu suchen. Er steigt auch mal auf. Ist auch schön. Ist mir noch treu. Freut mich. Was ist das denn? Ankunft von Nehek. Er ist ein Zauberer. So, dann nimm mal das und freuen wir uns auf die Ankunft von Nehek. Es lauern echt viele Feinde, ne? Also ich kann irgendwie, ich habe Angst, dass wenn ich weiter weggehe, große Wanderschaft mache, dass wir quasi überfallen werden. Ja, wir haben nicht so standardgroßes Einkommen, es ist eher mickrig. Kann natürlich sein, dass die andere Echsenfraktion uns in den Rücken fällt. Oh, hier ein fataler Fehlschlag. Haben wir ihn getötet? Wahrscheinlich nicht. So, was für eine Persönlichkeit übernimmt ihn? Der Verrückte. Ja, das finde ich gut. Den können wir auch gleich gebrauchen. I am the Pirate King. Und die Stadt haben wir ja schon ein bisschen gequält. We will get there. Wo ist seine Armee? Ist das? Nee, das ist nicht Itza. Ist ja was anderes hier. In meiner Stadt? Sie, Dog. Soll ich hier auf die Nase hauen oder was? Freund und Kupferstecher. Get on! Elder rein. Laden da dicht machen. Hm, wo ist denn die andere Armee auf einmal hin? Können wir doch die angreifen? Wo können wir noch den Schatz graben? Schatzsuche gescheitert. Hm. Okay, irgendwo muss das ja sein. Egal. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde noch. Und bitte, Plot vorne weg.
Und dieses Axelloter, wie die Stadt da heißt. Machen wir gleich platt. Na gut, das sind eher vielleicht in zwei Runden. Nahkampfangriff stärken. Oh, gut, dann haben wir da jetzt nichts gefunden. Komm nicht ganz ran. Ne? Aber die andere Armee ist noch nicht in Einsatz. Ah, vielleicht ist er auch hier zu Skaven hingerannt. Da wird gerade geplündert. Aber ich sehe ihn nicht. Er ist, als ob er getarnt ist. Keine Ahnung. Schatz suchen. Oh, wir haben was gefunden. Findet einen Schatz, genau. In diesem Mund fehlen vielleicht Zunge und Lippen. Doch schließen wird er sich nie. Denn sein Durst kann nur selten gestillt werden. Ja, ist schön. Deckarbeiter gruben die ganze Nacht. Bla bla bla. Und haben 1000 Gold, Kronkorken. Irgendwas haben wir schon eingenommen. Ist doch nett. So. My Ocean. Gehen wir doch normal. Gehen wir mal gucken. Dann haben wir jetzt da noch. Da was. Hier ist irgendwo. Das muss irgendwo hier noch sein. Dann haben wir auch fast alle Schatzkarten, die wir haben. Naja, ein paar. Vielleicht gibt es noch mehr. Ich weiß es nicht. So, wir können das noch upgraden. Das will ich auch gerne tun. Und das ist doof. Das können wir nicht machen. Yes. Wir müssen wieder zurück. By the flag. Und ich will dann trotzdem doch upgraden wollen. Dann haben wir nämlich beides Werke 3 und gut befestigt müsste es beides sein. So, der. Welcher Stadt ist das denn hier? Sternturm. Ach, der gehört noch da quasi mit dazu. Mhm. Ja, eine Runde noch. Komm, ich will da noch dieses Axhol oder Axa oder das unaussprechliche, die unaussprechliche Stadt, die will man gleich vernichten. Ich will mal eine Stadt vernichten. Oh, vielleicht killen jetzt die anderen Vampire die Echsenviecher. Vielleicht töten sie sich ein bisschen gegenseitig. Wäre nicht verkehrt. So. Attacke. Spill their blood. Da, komm. Ja, aber bisschen haben wir was verloren. Ganz normale Truppen. Ein bisschen, aber wir haben keine komplette Einheit verloren. All the valuables are Niederreißen, es bringt zu wenig, ey. I want devastation. Könnten die 2000 Leave nothing behind. No pirate greater. My madness is not weakness. Ach, da hinten ist er. Ach, da unten hat er noch mehr Länder rein. Vielleicht doch noch das andere einnehmen. Aber er ist geschwächt, ne? A force to be reckoned with. Dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal. Heilen uns ein bisschen. Und wir könnten das ja noch Verluste verbessern. Weil wir gerade im feindlichen Gebiet sind, mache ich das auch. Aber so richtig hilft das auch nicht. Aber vielleicht reicht's noch. Sie wird wahrscheinlich auch dann bemauert sein. Hätte ich noch gerne die. Ein Altar. Da hätte ich gerne eine Piratenburg.
Wir brauchen erstmal Truppen. Dass wir nicht irgendwie auch mit Tote erwecken irgendwie einfach auffüllen können. Das würde mich noch freuen. Ansonsten haben wir da das Problem, dass du jetzt hier zurück musst. In die Stadt. So. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Explosive. Damit kann er eine ganze Tor, wahrscheinlich eine ganze Mauer zum Einsturz bringen. Nicht schlecht. Ja. Also ich komme gerade hier nicht aus dem Arsch. Ich weiß auch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall Pockenmarsch einnehmen. Den geben wir einfach auf den Sack. Und hier das andere nehmen wir auch mal ein. Dann haben wir nämlich hier oben mal Ruhe. So, weil wir haben ihn dann zu lange in Ruhe gelassen, dass er hier eine Armee aufbauen konnte. Und jetzt hier irgendwie bedrohlich wird. So. Ridiculous. Was waren das? Das von Dunkelelfen, ne? So aus, glaube ich. 16 Einheiten. Ich glaube, die gehe ich jetzt langsam auch mal an. Jetzt mir einfach auch nicht mehr auf den Sack gehen. So, aber wie gesagt, erstmal wird es dann, machen wir mit dem hier unten Frieden. Vielleicht, ich weiß nicht, die Stadt müssen wir belagern. Das müssen wir alles belagern. Ich bin mir nicht nur unsicher, ob wir vielleicht hier unten noch weiter kämpfen oder hier Frieden schließen und nach oben gehen. Aber wenn wir schon hier unten eigentlich sind. Ich überleg's mir. Ich mache hier erstmal einen Break. Wenn ihr, ja, könnt ihr eure Meinung gerne äußern. Also, was sagt ihr denn? Wollen wir hier weiter Itza, die Echsen-Typen einen auf die Nase geben? Oder sollen wir doch hier eher den anderen Vampir-Fürsten, Vampir-Meuterer hier, den Pockenmarsch und Tlax, sollen wir die vielleicht ausmerzen und die Ländereien einnehmen? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.